Der russische Präsident Wladimir Putin will seinen Ministerpräsidenten Michail Mishustin im Amt behalten. Dieser Schritt wurde erwartet. Mishustin ist ein Technokrat mit geringem politischem Profil. Mishustin und anderen Technokraten im Kabinett wird zugute gehalten, dass sie trotz der harten Sanktionen des Westens gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine für eine relativ stabile Wirtschaftsleistung gesorgt haben. Mishustin, der frühere Leiter der russischen Steuerbehörde, hält sich mit politischen Äußerungen zurück. Während seiner letzten Amtszeit als Regierungschef ging er Interviews aus dem Weg. Putin ging davon aus, dass die russische Staatsduma Mishustin unterstützen wird. Es wurde erwartet, dass auch die meisten anderen Kabinettsmitglieder ihre Posten behalten.